So Leute, kurzes Abschlussvideo nochmal zu den neuen Rebands. Habe ich von meinem Bekleidungssponsor gekriegt und ich habe euch ja gesagt, ich werde das eine oder andere für euch auf jeden Fall testen. Deswegen heute nochmal ein ruhiges, genüssliches Beintraining mit den Rebands. Das sind einfach lockere Bandagen, die aber ja reine Kniebandagen sind. Wie man hier sieht, sehr hochwertig gefertigt. Viele halten momentan viel von diesen Rebands, deswegen jetzt hier kurzes Testurteil bzw. kurzes Training. Und man sieht, Aminos von Optimum sind auch drin. Aber da ist ganz schön viel Farbstoff drin. Ja. Kurze Instruktion vielleicht, was ich für dieses Spannungstraining brauche. Der eine oder andere fragt sich natürlich, Daniel, warum trainierst du nicht immer an der Grenze? Momentan ist es so, ich fahre so wenig um meine Kohlenhydrate, dass einfach ein sehr, sehr, sehr schweres Training für mich momentan nicht mehr funktioniert. Deswegen variiere ich ganz gut einmal zwischen schwerem Training und dann nochmal ein ganz lockeres Spannungstraining. Das bietet mir extrem viel. Das ist auch gelenkschonend, deswegen haben wir hier einfach nur ruhige Schlingen. Ja, und der Rest erklärt sich ja von selbst, ordentliche Kniebeuge machen. Ablage kann man damit arbeiten oder nicht, aber das heißt, in dem Fall, wenn wirklich was passiert, kann man sich ganz schnell im Baumarkt kaufen. Man muss jetzt nicht ja, das typische Prinzip mit anwenden, ich nenne jetzt hier den Namen nicht, aber jemand, der sich auskennt, der weiß natürlich, was ich meine. Ich denke mal, man konnte es ganz gut sehen. Unten kurz die Spannung halten, indem entsprechend auch die Ablage drauf ist. Ja, ansonsten kann man natürlich so schwer und hoch arbeiten, wie man möchte. Die natürlich auch gerade als Spotter oder als Hilfe, wenn in dem Fall der Fälle halt was passiert. Aber ansonsten kann man natürlich auch mit dem ruhigen Ablagetraining dann entsprechend arbeiten. Also entweder Schienen mit einbauen, so wie hier das der Fall ist. Oder halt, ja, Variationsmöglichkeiten. So ein bisschen über den Sling. So, erstes Zwischenfazit auf jeden Fall. Also, ich habe die richtigen Größen. Die sind schon mal sehr gut eng. Man sieht jetzt hier, sie gehen wirklich oberhalb bis Ursprung, also vom Quadrizeps entsprechend auch wirklich schön drüber. Man kann sie natürlich nur mal ein bisschen nach oben ziehen, nach unten ziehen. Sollte auf jeden Fall darauf geachtet werden, dass die Wade sich frei bewegen kann und ansonsten die Patella halt möglichst geschützt ist. Ziemlich weit an halt, über den Quadrizeps. Ansonsten jetzt erstes Zwischenfazit. Natürlich kann man von der Stärke nichts mehr variieren. Also jemand, der die falsche Größe grauft, auf jeden Fall ja, hat natürlich dann damit Schwierigkeiten. Ich habe jetzt Größe L. Größe auf keinen Fall, enger würden sie noch gehen. Also M vielleicht für den einen oder anderen eher so die Größe. Wickelbandagen bieten natürlich wesentlich mehr Vorteile. Aber halt, wenn man halt ein ruhiges Spannungstraining machen will und nicht immer neu wickeln möchte, dann kann man die natürlich ganz gut verwenden. Ja, also jetzt hier bei der Beinpresse ist auch entsprechend der Fall so, dass links nicht so geschützt ist, wie ich das normalerweise gewohnt bin an einem Selbstwickelnden. Da kann ich die Spannung natürlich so, wie ich persönlich das für gut erachte. Also wenn man schon Probleme hat mit den Knien, dann kann ich nur sagen,
muss man die exakte Größe kaufen. Ansonsten hat man nur noch mehr Probleme. Und entsprechend mit ausprobieren. Musik ist gut. Ja gut, ist natürlich anders. Also ich habe mir das ganz ehrlich ein bisschen besser vorgestellt. Dadurch, dass ich wahrscheinlich eine andere Spannung gewohnt bin. Boah, ich kann nicht mehr reden. Ja, jetzt habe ich noch ein bisschen Beinbeuge, dann Waden im Sitzen. Dann ist auch schon mein Training so gut wie vorbei. Man sieht es vielleicht an meinen Zügen. Hier geht einiges wieder weg. Also ich sehe ziemlich fertig aus. Und ja, kräftemäßig ist ja momentan nicht viel. Dennoch, es ist nur Hälfte. Also Hälfte rum und dann ist der Wettkampf. Ich denke mal, in Fibo werde ich eine gute Form haben. Zumindest konntet ihr das beurteilen. Ich denke mal, die ein oder anderen Fotos habt ihr schon gesehen. Ja, ansonsten ist es halt so wie jede Diät. Am Anfang denkt man, es wird immer, immer besser. Dann ist man bis zur Hälfte angelangt. Und dann geht plötzlich alles immer ja, nicht mehr so gut. Zumindest so von der Kraft. Also ich habe momentan ziemlich viele Krafteinbußungen, aber dennoch ja, muss es halt gemacht werden irgendwie. Ne? Jeder kennt das.
So, das Training ist fertig. Also, Fazit. Also doch nicht so schlecht, wie ich am Anfang erwartet hatte. Am Anfang war natürlich erst eine große Umstellung. Ansonsten, der riesige Vorteil an den Dingern ist natürlich permanent den gleichen Druck. Das heißt, die ganze Zeit tragen, die ganze Zeit anlassen. Nicht nachwickeln. Man muss sich natürlich daran gewöhnen, dass natürlich das ein permanenter Druck ist, anstatt immer nur Belastung, Belastung, Belastung und dann sofort abmachen. Also kann man die ganze Zeit dran lassen, ist gut, werde ich mit einbauen. Variieren, also für das Spannungstraining, lockere Training heute, auf jeden Fall gut. Freut mich, wenn ihr dieses Video mal kommentiert, shared, liked, auf jeden Fall hier entweder Daumen nach oben oder ich bin auch froh, wenn ihr überhaupt einen Daumen macht, also auch Daumen nach unten. Wenn es euch wirklich nicht gefallen hat, wenn es euch gar nicht geholfen hat, in diesem Sinne noch einen schönen Abend. Wir sehen uns.